Freunde, hallo und herzlich willkommen hier von diesem wunderschönen Parkplatz. Wir sind heute, wie ich eben von Olli erfahren habe, in Pankow. Pankow-Heinersdorf, um genau zu sein. Wir haben was ganz Besonderes vor, Freunde. Ihr wisst ja, wir sind die einzig wahre Testinstitution mit 360 Grad Kompetenz hier auf YouTube. So ihr kennt aus. Vielleicht uns aus Videos wie dem großen Chips-Test. Ja. Heute machen wir den großen Currywurst-Test in Berlin. Also es gibt so viele Currywurst-Läden hier, aber wir haben jetzt unsere beiden Favoriten rausgesucht und nochmal drei Legendenläden. Absolute Legendenläden in Berlin, ja. Fünf testen wir heute, fünf weitere dann im zweiten Teil und noch eine kleine Besonderheit. So sieht's aus. Wir filmen das heute und schneiden das gesamte Video auf dem neuen Oppo Find X5 Pro, weil wir gedacht haben, wir mögen Challenges. Und Einkaufswegen mögen wir auch. Und somit ist schon mal die erste Herausforderung, ich glaube, bestanden. Weil wenn man uns immer noch gut verstanden hat, dann ist schon mal der Ton geil. Ist der Ton schon mal geil. Ja, Freunde, also wir gehen jetzt los. Curryland, erste Station. Besonderheit hier, mein persönlicher Lieblingsladen. Und wenn du Bock hast, dann packen die dir auch geschmorte Zwiebeln auf die Currywurst oder Nacho-Käsesoße. Wir werden aber natürlich immer eine absolute Standard-Currywurst ohne Darm bestellen, damit wir einfach einen Vergleich haben. Ne, ich würde beide machen. Ja. Also eine mit, eine ohne zum absoluten Vergleich und eine Pommes. Weißt du, die Pommes muss man dazu nehmen. Das ist so, das ist das Feeling. Gönnen wir uns mal die erste. Los geht's. Let's go. Wir haben jetzt hier einmal Currywurst ohne Darm, Currywurst mit Darm, die legendären Schmorzwiebeln und natürlich Nacho-Soße. Ich würde sagen, wir gehen mal rein einfach, ne? Ja, ich gehe jetzt erstmal in die mit Darm. Weißt du, was ich an dieser Currywurst liebe? Ist halt, die machen hier einen eigenen Ketchup. Mhm. Und der ist halt, der schmeckt wirklich nicht so typisch, wie du ihn kennst. Sehr lecker. Also die Currysoße, hast du recht. Legende. Ist richtig gut. Ja. Jetzt probiere ich mal eine Pommes. Die sind sehr knusprig, aber sehr gut. Die sind super hier. Mhm. Ja. Oh, die Pommes magisch. Sind ein absoluter Knaller. Könnte ein bisschen mehr Salz, wäre gut, aber da kann, glaube ich, das jeder bei mir verloren, weil ich salz alles nach. Fair enough. Die Currywurst, muss ich sagen, die Soße, ey doch, ich bin erstaunt. Ja. Ich bleib da auch bei einer 8 von 10. Okay. Ja. Also von mir gibt es overall 2x 9 von 10, ja, weil absoluter Lieblingsladen. Pommes echt stark, Currywurst top, die Soße richtig lecker. Absoluter Geheimtipp, kommt her für die Schmorzwiebeln, ich kann es immer wieder nur sagen. Und dann düsen wir weiter zum nächsten Laden. Station 2 bei unserem Currywurst-Test und jetzt sind wir bei eigentlich dem legendärsten Currywurstladen in Ost-Berlin. So sieht's aus. Konopke. Konopke dürfte jedem Begriff sein, oder? Ich glaub, also, nee, jedem nicht, aber ich schätze mal jedem in Berlin zumindest. Ja. Aber was Olli hat uns zum Beispiel gerade eben noch mal extra aufgeklärt. Das stimmt. Muss man sagen, der seit 1930 haben die das als Bauchladen genau hier an dieser Ecke quasi gestartet. Gestartet und erst 1960, 30 Jahre später, stand der erste Imbiss Ostdeutschlands. Ja. Der erste Imbissladen wirklich stand hier. Mit Currywurst. Ja, und weil damals tatsächlich im Osten Ketchup Mangelware war, hat man sich eben diese Currysoße ausgedacht. Da kommt das her. Ich sag nicht, dass die Currywurst da erfunden wurde. Zumindest aber in Ostdeutschland ist das so. Ja. So, Freunde, wir haben zweimal Currywurst mit Pommes und einmal Currywurst normal. Currywurst gibt es hier nur ohne Darm, ja? Ganz klassisch Berliner Style. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Es duftet halt wirklich nach der authentischsten Currywurst, die ihr je gerochen habt. Das stimmt. Die Soße hier, ein bisschen mehr Säure, als es gerade beim Curryland war. Beim Curryland ist sie sehr viel süßer, was persönlich ein bisschen mehr meinen Geschmack trifft. Das Süße oder das Saure? Das Süße trifft mir meinen Geschmack. Da bin ich bei dir. Die Pommes haben dir gefallen, hast du gesagt, weil die sehen gut gewürzt aus. Ja. Sind leider nicht so knusprig. Ja. Aber das ist dieses Pommes-frittes Gewürz. Oh, es salzig. Aber ich liebe es. Für mich gibt es für die Wurst gebe ich tatsächlich eine 6 von 10. Und die Pommes kriegen von mir auch eine 6 von 10. Oh, also Wurst bin ich bei dir, 6 von 10. Aber die Pommes haben durch die Würze für mich, leider haben sie nicht den Crunch, aber die Würze
Und mich kriegst du mit sowas, mit so einem Pommes frites Gewürzpulver kriegst du mich sofort. Ist dann auch eine 8. Fehlt der Crunch, aber war die richtige Würze. Ja, ich muss nur sagen, ja, bei der Soße, ja, finde ich, da war die andere doch deutlich geiler. Oh, ich hab das Endstück mit Rosette. Wir sind mittlerweile an Station 3 angekommen. Oh, ja. Befinden uns direkt auf der Oranienburger Straße, die ist am Hackeschen Markt in Berlin, also wirklich nur, also wir könnten quasi zum Fernsehturm spucken. Ja, es ist um die Ecke. Curry 61, gönnen wir uns jetzt. Wir wissen nicht, was es mit der Zahl auf sich hat. Es gibt ja auch Curry 36, vielleicht fahren wir auch noch hin. Vielleicht finden wir das heraus. Weißt du, was ich bemerkenswert finde? Was denn? Sowohl wie bei Konopka als auch hier, muss man jetzt nicht zeigen, aber es sind immer direkt Berliner Sparkassen bei den Currywurstläden. Absolut. Ich muss auch gerade sagen, ich habe so in der Nachbewertung von Konopke war eine 6 von 10 noch sehr fair. So im Nachgeschmack muss ich sagen. Der Nachgeschmack war nicht gut, ne? War nicht dolle. Also ich glaube, es ist halt einfach ein Laden mit Tradition. Und da ist viel Nostalgie dabei, ganz klar. Ich hoffe aber tatsächlich, dass Curry 61 wieder ein Ticken geiler ist. Ich hoffe das auch. Vor allen Dingen sagt mein Magen jetzt schon nach 2 am Morgen, nee, machen wir nicht. Wir checken mal, was die hier können. Checken. Super praktisch, so eine Motorhaube. Da hast du gleich so eine Warmhalteplatte. Ja, ist super voll. Ich weiß, ihr habt es bestimmt gesehen. Da ist eine unfassbare Schlange, also sehr beliebter Laden. Und ich sag dir eine Sache. Für mich direkt ein Pluspunkt ist, ich habe so richtig Berlin-Flair gehabt bei diesem Laden. Ja. Unfassbar nette Bedienung. Absolut Berliner Schnauze. Genau. Aber richtig nett, voll. Nett Berliner Schnauze. Unglaublich nett, die Leute. Paul probiert schon die Pommes. Ich auch. Sorry. Viel Pommesgewürz drauf. Ja. Oh. Das ist das Richtige. Oh, gute Pommes. Knusprig. Ja. Knusprig und das Gewürz. Ja. Pommes gerade ganz weit oben im Kurs. Außen knusprig, innen weich. Mega. Ja, richtig gut. Das ist eine. Das ist eine 9 von 10 Pommes. Eine 9 von 10 Pommes. Eine 9 von 10 Pommes. Wir gehen mal in die Currywurst. Ich habe. Jetzt gibt es wieder mit und ohne. Ja, ich habe ohne. Ich habe mit. Die Soße ist unfassbar fruchtig. Fruchtig, das ist das, was ich meine. Unfassbar fruchtig. Also ganz vollmundiger Geschmack. Oh ja. Bleibt ganz lange im Mund. Richtig lecker. Die Wurst schmeckt auch gut. Im Gegensatz zu Konopke schmeckt die nämlich nicht nach, naja, sag mal, bei Konopke habe ich das Fett geschmeckt, in dem die Wurst lag. Hier schmecke ich die Wurst. Vielleicht haben wir einfach nur Pech gehabt, weiß ich nicht, aber das ist, das ist für mich auch eine 9 von 10 Wurst. Eine 9 von 10 Wurst? Das ist eine 9 von 10 Wurst. Die Mitdarm ist lecker. Mhm. Die Soße ist richtig lecker, aber ich muss immer noch sagen, die Wurst Curryland war immer noch einen kleinen Tick besser. Okay. Deswegen 7,5 von mir. Für mich ist das, hier würde ich immer wieder hingehen und eine Currywurst essen. Curry 61, wir haben übrigens gefragt, Curry 61, 61 ist die alte Bezirkspostleitzahl. 61 für diesen Bezirk. Haben wir was gelernt, Freunde? Wir düsen jetzt weiter, es geht nämlich weiter zu. Haha, Curry 36. Ja, wer die Bezirkszahlen kennt, weiß, in welchem Bezirk das ist. Aber mega, ich bin Fan. Wirklich gut. Ja. So, Freunde. Anlaufstation Nummer 4, Curry 36. Ja. Absoluter Legendenladen. Ja, das stimmt. Also tatsächlich, also, der bekannteste Currywurstladen Berlins. Ist wirklich so. Das ist der Laden in Berlin. Den kennt jeder. Hier geht jeder gerne hin. Gilt offiziell auch als Tom Hanks Lieblings-Currywurstladen. Das muss was heißen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall bestätigen, Tom Hanks hat schon mehr als einmal eine Curry 36 Currywurst gegessen. Du musst das wissen. Ja. Wir zeigen euch mal ganz kurz ein Foto von Paul und Tom Hanks, die wirklich Best Friends sind. Best Friends. Best Friends. Hier ist übrigens vor allem der Laden deswegen so legendär, weil er hat fast rund um die Uhr offen. Das heißt, wenn man in Berlin Party macht, feiern war, dann geht man hier noch auf eine Currywurst hin, so um den Abend ausklingen zu lassen. So. Und auch geil, richtig schönes Berliner Erlebnis, da wirst du halt auch wirklich von einer Berliner Mutti bedient. Ja. Na, das ist wirklich so. Wir probieren jetzt mal. Aber was war das? Du hast eine Currywurst mit Darm und Paul hat eine Bio-Currywurst vom Hafenländer Apfelschwein. Hafenländer Apfelschwein. Ich habe eine ganz normale, damit wir beides mal probieren können. Rein in die Wurst. Oho. Oho. Also die Soße, sage ich mal so, die gefällt mir nicht so ganz. Die ist
hat sehr viel Säure und irgendwo in der Mitte ist was ganz leicht Bitteres bei. Du kannst nicht zuordnen. Was ich sagen kann, zum ersten Mal bei der Soße bin ich ähnlich bei dir. Ja, ich probier mal deine. Aber, Digga, das ist das beste Fleisch. Oh ja. Das ist das beste Fleisch, was wir heute hatten. Holt euch das Haferländer Apfelschwein. Sehr, sehr, sehr lecker. Ich probiere mal eine Pommes. Viel Pommes-Salz drauf, das wird Paul gefallen. Oh, knusprig. Die sind gut. Die sind gut. Aber ich bin da immer noch fasziniert. Der Geschmack von dem Fleisch. Also Pommes, genau wie die letzten. 9 von 10. Besser kannst du Pommes kaum machen. Schön, schön fein knusprig, ne? Nichts übertrieben, knusprig, fleischig. Ja. Die Currywurst kriegt von mir leider nur eine 7 von 10. Die ist besser als die bei Konopke. Aber irgendwo dazwischen. Aber sie würde von mir eine 8 von 10 bekommen. Ja, es ist, die ist besser. Es ist schade. Mit der Soße ist es leider nur eine 8 von 10. Es könnte locker eine 10 von 10 sein. Also so gutes Fleisch in der Currywurst habe ich tatsächlich, weiß ich nicht. Aber dafür, nie gegessen. Wie voll der Laden ist und wie bekannt er ist, ist die echt top. Ja. Kann man machen. Kann man gut machen. Vorne, wir haben uns gedacht, wir nutzen die Zeit mal ganz kurz für eine kleine Waschanlagenpause. Ich habe vielleicht ein bisschen Currysoße auf Pauls Motorhaube getropft. Der Tropfen wäre nicht das Problem gewesen, wenn das nicht so komisch verschmiert hätte auf der gefühlt ganzen Motorhaube. Bevor wir unsere letzte Station anfahren, wollten wir euch noch von unserem Angebot erzählen, das es bis zum 4.4. gibt. Schaut mal in die Videobeschreibung, steht alles drin. Denn wenn ihr jetzt das Oppo Find X5 Pro bestellt bei O2, ja, mit oder ohne Vertrag, dann kriegt ihr fantastische Goodies dazu. Ey, alles mögliche. Also es gibt die wunderbare, von Oppo gibt es die Smartwatch dazu. Die Smartwatch, es gibt Kopfhörer. Die Kopfhörer dazu, das Kevlar-Cover. Und die Schnellladestation, wo du es einfach so raufstellen kannst und das lädt unfassbar alles schnell. Alles mit drin. Ich glaube, das ist ein Giftpaket im Wert von 406 Euro. Irgendwie so. Schaut mal in die Videobeschreibung, ist alles verlinkt. Ich bin sowieso ziemlich baff, was die Akkuleistung angeht. Das stimmt. Wir filmen, wie gesagt, ja nur auf dem Handy und unserem Vlog nebenbei noch mit der anderen Kamera. Da ist der Akku schon leer. Hier sind wir immer noch bei 70%. Und wir haben heute schon den ganzen Tag gefilmt. Das ist völlig insane. Ja, ist krass. Heute Morgen habe ich mein Handy ran. Ich habe ja dasselbe. Ja, das da ist in weiß, ich habe es in schwarz. Ich habe es heute Morgen an Strom gehangen. Ja. 15 Minuten war es voll. Ah. Das ist so insane. Habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also vorne. Schaut mal in die Videobeschreibung. Auto ist gleich fertig gewaschen, dann geht's ab zu Station Nummer 5, ans KDW zu deinem absoluten Lieblingsbusiness. So sieht's aus und dann sind wir auch endlich durch und ich muss nie wieder essen. Wir sind hier bei der Original Berliner Currywurst. Borkowskis Original Berliner Currywurst. Nein, wir nennen sie einfach Original Berliner Currywurst. Gibt's auch erst seit 1995. Ja. Also ja, doch schon ein bisschen. Ist eine Weile. Ich muss kann man da schon von Traditionsladen sprechen? Natürlich ist es ein Traditionsladen. Ja. Ist auch direkt neben dem KDW einer der Hauptgründe. Und da drüben ist Butterlindner. Ja. Ja. Also es für dich das heilige Dreifaltigkeit. Butterlindner, KDW, Original Berliner Currywurst. So sieht's aus. Alles am Wittenbergplatz, alles super. Und jetzt hoffe ich, dass es geschmacklich auch noch überzeugen kann. Zumindest Olli. Mich brauchst nicht mehr überzeugen. Ich freue mich schon richtig doll auf eine Currywurst. Ich habe richtig Hunger. Ich fühle das. Ich freue mich wirklich drauf. Letzte Original Station. Berliner Currywurst. So, jetzt sind wir da. Wir haben beides auf dem Teller, ne? Wir haben beides auf dem Teller. Rechte Seite mit, linke Seite ohne. Jo. Und Pommes. Ich sehe jetzt schon leider, fällt mir gerade auf, weil ich wollte jetzt fair sein, man kann sich da selber Gewürz drauf machen. Hier ist quasi ungewürzt, ja. Es ist ungewürzt, aber weil sie es nicht machen und ich tatsächlich bei den anderen gar nicht überprüft habe, ob man das auch selber entscheiden kann oder nicht, habe ich es jetzt auch weggelassen. Aber es ist eine gute Pommes. Schmeckt Pommes sind richtig gut, fehlt nur Salz. Aber ich spiele da direkt, kann ich sagen, eine 8. Knuspriger als die letzten, da bin ich bei dir. 8. Ich gehe da rein. Das ist, okay. Das ist ohne, ne? Das ist ohne. Ich mache mit. Hier ist die Soße. Wieder so ein bisschen mehr auf der süßen Seite unterwegs. Hat aber ein ganz geiles Spiel zwischen Süße und Säure. Ja. Und ja. Ein geiles rauchiges Aroma dabei. Ja, Mann. Ne? Die hat einen richtig
Fast schon weihnachtlich, was ist denn das? Ist da Zimt dran? Wenn du weihnachtlich sagst, denke ich immer direkt an Zimt. Es ist also, als wenn er leichtes Zimt. Könnte sein, ja. Kriegt einen ganz leichten weihnachtlichen Touch so. Aber in einer guten Art und Weise. Als würde ich auf einem Weihnachtsmarkt stehen im Winter und eine Currywurst essen. So in die Richtung. Aber es ist irgendwie geil. Wurst wieder für mich die mit die bessere. Also ist gut. Also für mich ist die besser als Curry 36. Deswegen muss ich hier auch eine 8 von 10 geben. Zweimal 8 von 10 von mir. Ich bin da auch bei dir. Ich bleibe auch bei einer 8 von 10. Auch wenn es mein Laden war. Ja. Muss ich sagen, für eine 10 muss es jetzt ganz einfach runtergesprochen. Für eine 10 muss es bei mir die Soße sein. Mhm. Oder die Soße von 61 mit dem Apfelschwein von Curry 36. Für mich war die beste Soße, die wir heute hatten, mein persönlicher Favorit Curryland, ne, weil die sie einfach ein bisschen süßlicher machen. Ich glaube, die machen das mit Pflaumenmus, meine ich mal gehört zu haben. Bin ich großer Fan von, werde ich auch immer bleiben. Aber ja, das Apfelschwein, das war das Havelländer, das war wirklich ein Knaller. Krass. Muss ich wirklich sagen, hat mich sehr überrascht. Vielleicht müssen wir auch mal, also nachdem wir dann Teil 2 gemacht haben, müssen wir eigentlich auch mal die schlechtesten besuchen. Das werden wir auch machen. Freunde, obwohl, habe ich da Bock drauf? Also jetzt, ich fühle mich ja jetzt schon... Nicht gut. Ich muss, es ist 14 Uhr. Wir haben 5-mal Currywurst-Pommes gegessen. Wir haben 5-mal Currywurst-Pommes gegessen. Im, was? Nicht mal drei Stunden. Ist nicht gut. Ist nicht nachempfehlenswert, nachahmenswert so. Aber ich freue mich auf Teil 2, weil es gibt da draußen echt noch eine ganze Menge cooler Läden. Einer hier tatsächlich um die Ecke, ein absolut legendärer Promi-Laden. Ja, stimmt. Also freut euch auf Teil 2. Da haben wir dann auch noch Flo's Favoriten, der in Biesdorf wiederum ist. Ja. Es wird sehr spannend, Freunde. Schaut, wie gesagt, mal in die Videobeschreibung für alle Infos zum Oppo Find X5 Pro. So und tatsächlich aus. Auch der Aktion von O2. Ja, denkt da daran, die gehen nur bis zum 4.4. Also wenn, dann zuschlagen. Ja. Und mir fällt dazu jetzt wirklich ein, ich würde hier auch so ein Disclaimer machen, wie bei Alkohol, Currywurst bewusst genießen. Das stimmt. Und wenn ihr uns jetzt noch eine Wertung geben wollt, dann könnt ihr das direkt unter dem Video machen. Ja, stimmt. Daumen hoch oder einen Kommentar schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Freuen wir uns drüber. Wir sehen uns dann relativ zeitnah schon zu Teil 2. Und jetzt Beauty Shop. Nee, mach's bitte richtig.